Sven? Bin noch da. Okay. Weil du auch einmal nicht mehr geantwortet hast. Ich war auf dem Klo. Ja, nächsten Monat dürfte letzten Monat sein mit der kostenlosen Milde, oder? Yep. Ich glaube, Anfang März kommt das raus. Also ah, Enrico und Sven gegen Markus und mich, okay. Ja, ja gut. Weil die beiden ja auch Clanvertreter sind. Ja, weil die, ja, wo kann ich sagen, ich bin aber eigentlich in der selben Klasse wie Sven. Zumindest jetzt, wenn ich nicht. Nicht ganz, ja. Da Kev hat extra gewechselt und damit wusste ich, der Enrico ist alleine, deswegen habe ich das mit Absicht nicht gewechselt. Nee, alles gut, ist ja kein Problem. In unseren Herzen seid ihr immer noch bei uns Teil der Crew. Das wird auch sehr wahrscheinlich so bleiben, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Und in Svens Hintern bist du auch immer Teil der Crew. Alter. Schade, dass man hier kein Fatly Fire machen kann. Das war's. Oh, tschüss. So. Bye, bye. Oder echt mal interessieren, was am Ende ist. Nein, krank noch, aua! Tatütata. Oh, what the fuck? What the fuck? Ja, ich da war hier ein schon LKW, der kam auch für mich. Ich hab das doch hier schon mal fast ans Ende geschafft und dann kommt doch diese Stelle, wo du dann über die Lücken springen musst und da bin ich gestorben. Ach so. So, jetzt müssen wir das Ding erstmal selber richten. Kev will das Ding richten, gut. Vielleicht? Da hat er nicht viel zu richten. Ach, sagst nur du. Kev, deiner ist so klein, nur 5 cm mehr hast du nie, ne? Davon träumst du. Und das nur an guten Tagen. Ja. Aber nur an kalten Tagen, meinst du? Nee, wenn es warm ist, an kalten Tagen, da bist du mit 1 cm Sportschnitz vorbei. Ah ja. Kevs Ding ist genauso lang wie Svens Klitoris. Nee, die ist länger. Nee. So. So, zweite Runde. Ich denke mal, jetzt fällt alles wieder runter. Nö. Nee, es hängt alles noch. Ist wie bei Sven, da hängt auch alles noch. Enrico steht nur da. Da ist der Freundin gerade beschäftigt. Da ist der Freundin gerade am Abzug. Der knüppelt gerade. Ja. Der wird geknüppelt, ja. Enrico, du böser Junge. Tsch, tsch. Denk dran, Kev, nur dass rechts und links Lücken sind an den Rändern. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Mobiltelefon. Oh. Tür von oben. Eieiei, tschüss. Scheiß Krankenwagen. Tot. Tatütata, der Kevin ist nicht mehr da. No. Ich hätte fast durch die Lücke durchgeschafft, aber ganz knapp am Kopf hat mich der eine Krankenwagen gestriffen. Ja, ich habe voll das Dach abgekriegt von den Dingen. Ach Mann, ich ärgere mich, dass ich das letzte Ding tatsächlich 0 Punkte bekomme, wenn die Scheiß nicht beendet. Zumindest ein Trostburg. Ich war nämlich ja vor Sven und deswegen bin ich hinter ihm. Das ist mir wichtig. Er fragt dich doch nicht so oft. Du weißt doch ganz genau, dass du immer hinter mir bist. Ich regne. Er steht immer hinter dir. Moment. Der Kev ist anal fixiert, dafür können wir nicht. Das sind also bis vorhin, dass jetzt irgendwelche Leute wieder glauben und alles runter. Das ist nur Spaß. Es geht tatsächlich nur um Svens Charakter. Ich meine, jeder soll sein Leben. Nie vergessen, vor allem Kev versucht sich selber das einzureden. Das ist nur um den Charakter geht. Das ist kein Versuch, das um die einzureden. Das ist wirklich so. Also ich stehe tatsächlich. Also ich meine, jeder soll. Eine Runde bellen und der Kev bellt ganz schön laut, ne? Hört ihr das, meine lieben Leute? Ja. Aber dafür kann er Kev nicht. Das sind halt. Sven, redet halt Hormone bei ihm. So wie du das versuchst, um einzureden. Ja, wir haben Kev trotzdem lieb, auch wenn er sehr Sven fixiert ist. Ja, alles gut. Bevor das irgendwie jetzt wieder. Ich wollte es nur klarstellen, bevor es jetzt irgendwie wieder glaubt. Nein, es ist tatsächlich alles immer nur Spaß. Also. Es ist selten jetzt kommen. Jetzt soll sein Leben leben, wie er Lust und Laune hat, um Gottes Willen.
Seht ihr, da habt das. Au, das sind viele Autos! Nein! Nein! Au! Es ist alles nur Spaß, wink, wink. Kev steht natürlich nur auf Svenja, wink, wink. Ja, nur auf den Charakter, bye. Ja. Auf den weiblichen Charakter. Das so. War's. Ich höre sie reden. Ist überhaupt einer von euch doch am Leben? Enrico, lebst du noch? Hä? Nein, ich bin tot. Enrico ist beschäftigt. Nein, ich bin tot. Markus, warum bist du jetzt gestorben? Wurde von einem Weil ich runtergesprungen bin. Warum? Weil ich Bock drauf hatte. Moment, ist überhaupt jetzt einer noch von euch, von denen durch? Ah. Ich glaube. Doch. Sven? Sven lebt noch. Jetzt muss ich das alleine versuchen hier zu richten, oder? Sven hat seinen Tod angetäuscht, deswegen bin ich runtergesprungen. Schwein. So fies, der Sven. Oh, Alter. Ich treffe den nicht. Ja, das kenne ich von dir schon. Er muss dir auch mehr den Rücken zudrehen, dann triffst du auch wieder was. Ah. Ah. Nein! Steh auf! Oh, die blöde Kuh. Gott sei Dank. Du lebst doch knapp. Du lebst doch. Jetzt hättest du nur liegen bleiben können. Ich wollte gerade abdrücken. Wie sich weggedrückt hat. Ja, du hast eigentlich gar nichts mehr. Ich wollte dich eigentlich, wollte eigentlich doch abdrücken jetzt in dem Moment. Die Aussage war auch gerade sehr gut. Svenja, bleib doch liegen. Ich wollte gerade abdrücken. Das war auch ja. Sehr schön. So, die Frage ist, wo ist er jetzt? Ja, wenn du nicht weißt, wo dein Ehepartner ist, dann weiß es sonst auch keiner. Ja, wahrscheinlich. Oh, verdammt. Also es ist eigentlich wie normal, ne? Cap trifft nichts. Das wäre deine Chance gewesen. Ja, das wäre echt meine Chance gewesen, aber irgendwie. Naja, es. Das hat gerade ein bisschen was von Rummelplatz, wenn ich hier so Kev zugucke. Mann! Ja, ich bin halt kein Sniper, aber du meinst ja springen zu müssen, lieber. Nee, aber. Ja, weil ich dachte, Sven ist tot, er hat gesagt, es ist vorbei. Nein! Egal, dann geht's halt so. Feierabend, machen wir es trotzdem. Der Gastank kam überraschend, ne? Wenn die kleinen Dinge nicht treffen, dann treffen halt die großen Dinge. Ja, warum so. Nur zwei Runden, das ist langweilig, Moritz. Ja, ich hab's wieder vergessen umzustellen, sorry. Seit wann nennst du bitte Kev Gastank? Wenn. Die großen Dinge hauen ihn immer um. Das sollte er, kennt er ja nee, schon. Nee, weil er gerade gesagt hat, der Gastank kam überraschend. Ja, aber wenn Kev kommt, das ist eigentlich nur... Und dann ist Ruhe. Oh. Aber es haut dich trotzdem um, wie man sieht. Guck, Kev, guck, Rockstar hat dich erhört. Jetzt haben sie dir deinen extra Punkt gegeben, hast 16 Punkte gekriegt. Ja, weil wir gewonnen haben, oder weil ich gewonnen habe, ja. Jetzt, ja. Aber eben davor die Runde, wie gesagt, da hatte ich bin vor Sven gelandet und trotzdem nicht. Naja, egal. Aber, so, ach, der Hafen wieder, ja.